Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich schon hören. Ja, ist schon da. Ich will gucken, dich hier schon zuschalten kannst. Da bist du ja schon. Stopp, ich Hallo. muss mal mein Audio kurz. Ich musste mich technisch auch noch mal erst hier überall zurecht finden, weil eben noch mein Computer Genau. bimmelte. Guck mal. Hallo Genau. Chrissy. Ich hoffe, es geht euch gut. Alle, die schon zuschauen, Rabea und ich sprechen einmal heute über Yoga, Yin-Yoga. Aber Rabea, ich möchte natürlich auch heute von dir erstmal später ein paar Fun-Facts erfragen. Okay. Genau, aber erstmal schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal für alle, die dich nicht kennen, kurz vor, obwohl ich mir fast Ja, sicher bin, dass die meisten dich schon kennen. das kann ich gerne machen. Ja, ein herzliches Hallo an alle. Ich bin Rabea Glatt. Ich bin Yogalehrerin, Heilpraktikerin und Bewegungstherapeutin und Ausbilderin mit Sunita. Wir stemmen hier beide die Yin-Yoga-Ausbildung, die wir mit Freude eigentlich ja immer wieder anbieten und immer wieder Schönes zusammen kreieren. Es ist tatsächlich jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Durchläufe wir jetzt schon gemeinsam da haben, also einige. Und genauso ist es immer wieder was Neues auch zusammen kreieren, weil ich glaube, wir sind beide ideenreich. Ja, das glaube ich auch. Genau, schön, dass du da bist. Aber ja, es ist wie bei den anderen. Ich gehe ja diesen Monat relativ viel live auch, weil hier eine große Sommersause einfach stattfindet, damit ihr auch einmal seht, mit was für tollen Menschen und Frauen ich zusammenarbeite und wer alles dahinter steht. Und es geht so ein bisschen darum, natürlich auf der einen Seite, dass wir die Leserinnen, Zuhörerinnen einmal erfahren, wer du bist, was du machst, wie du zum Yoga stehst, aber auch dann natürlich noch mal auf persönlicher Ebene. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja. Du unterrichtest ja schon relativ lange Yoga und ich weiß, dass deine wie sagt man, Yoga-Lehrerinnen-Laufbahn auch nicht immer nur gerade lief. Erzähl doch so ein bisschen mal zu den Hintergründen. Wann hast du begonnen? Wie bist du angefangen? Und was hat sich im Laufe der Zeit auch für dich entwickelt und verändert? Also begonnen habe ich eigentlich mit dem Qigong. Also das hat mich eigentlich so mehr in den Körper, zuerst abgeholt, mehr in den Körper gebracht, weil Yoga hatte ich irgendwann mal probiert während meiner Studentenzeit und das hat mich irgendwie nicht so umgehauen und ich dachte so, nee, auf der Matte liegen, das passt nicht. Ich brauche irgendwas, was mich hier so gut erdet und mich auch in der Bewegung hält und dann bin ich halt zum Qigong gekommen und das hat mich dann ja so mitgerissen, dass ich da auch Ausbildung als Qigong-Lehrerin gemacht habe, habe auch Qigong unterrichtet, was mir wahnsinnig viel Freude bereitet hat oder auch immer wieder Freude bereitet. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Also es war auf jeden Fall auf Lombok, einer indonesischen Insel. Nee, halt, es war auf Gili. Und da habe ich nämlich eine Frau kennengelernt und die hat mir nämlich vom Yin-Yoga erzählt. Und dann dachte ich so, Yoga, naja, okay, gut. Aber man will ja offen und freundlich sein. Und dann hat sie erzählt, ja, und du, das ist ganz anders. Und das hat was mit der chinesischen Medizin zu tun. Und ich habe mich damals ja auch durch das Qigong viel mit der chinesischen Medizin beschäftigt, habe das auch während meiner Heilpraktika-Ausbildung gehabt. Und das ist so mein Faszinosum, also das, weil ich das unheimlich praktisch finde. Und dann dachte ich so, okay, gut, dann gucke ich mir das mal an. Und dann bin ich nämlich nach Bali gereist. Und da gab es nämlich diesen Ort, ich glaube Yoga Barn hieß der. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es jetzt mal aus. Und da bin ich dann hin und ich war so ganz geflasht. Also einmal war ich total überfordert erstmal, ne, weil für mich war das schon eine Herausforderung, da auf der Matte zu liegen, für eine gewisse Zeit in einer Haltung zu bleiben. Und ich habe aber gemerkt, aber irgendwo holt es mich ab, weil Bewegung mir eigentlich immer ja, das fiel mir irgendwie immer schwer. Ich wollte mich bewegen und habe irgendwie nie was Richtiges gefunden, weil ich jahrelang auch an chronischen Schmerzen und Erschöpfung gelitten habe. Und da war das so ein bisschen, da habe ich gemerkt, das holt mich irgendwo ab.
Und dann dieser Nacheffekt, also so wie ich dann rausgegangen bin aus der Yogastunde, das hat mich ziemlich umgehauen und auch neugierig gemacht. Und als ich dann wieder zurückkam nach Berlin, ich habe damals in Berlin gelebt, dachte ich so, nee, da will ich unbedingt mehr machen. Und dann hatte ich eine ganz tolle Lehrerin und bin dann irgendwie immer mehr damit in Kontakt gekommen und dachte, jetzt geht's einfach mal tiefer. Und dann bin ich in die Ausbildung zu Paul Grilley und das hat mich total fasziniert. Yin-Yoga eingestiegen. Ich finde, es ist eine total spannende Geschichte. Und wenn wir da nämlich nochmal so einsteigen, auch mit TCM und bei mir ist es tatsächlich, und auch mit dem Yoga, viele wissen das schon, in meiner allerersten Yogastunde, das war im Sportstudio, im Fitnessstudio, da war ich total überfordert. Ich war wirklich überfordert. Ich sollte mich entspannen, ich sollte mich dehnen, ich sollte mich kräftigen. Das war immer so, ich wusste gar nicht, was die Lehrerin von mir wollte überhaupt, weil ich gar nicht wusste, dass das überhaupt geht und funktioniert. Und als ich mit Yin-Yoga begonnen habe, auch heute noch, manchmal sitze ich in den Haltungen und spüre einfach ganz viel Unruhe, weil ich eben auch Bewegung brauche. Auf der anderen Seite ist es halt gerade das Yin-Yoga, was mir eben die Zeit gibt, mich wirklich zu spüren und mich kennenzulernen. Und mit der TCM ist es bei mir erst so ein bisschen anders als bei dir. Im Ayurveda ist für mich so logisch und es macht Sinn. Und da ist irgendwie so, aber TCM ist halt auch irgendwie so ein super spannender Bestandteil. Aber da brauche ich wirklich richtig, richtig Zeit, um mich da drauf einzulassen und da in die Tiefe zu gehen nochmal. Wenn wir nochmal darauf zurückkommen, du hast dann ja relativ schnell auch angefangen, auch als also Yin-Yoga auch zu unterrichten und hast deine Ausbildung absolviert, bist tiefer eingestiegen. Was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Ja, also, oder was hast du gemerkt während der Ausbildung auch, was vielleicht auch Yin-Yoga im Gegensatz zum Qigong mit dir auch macht? Also ich glaube, was mir geholfen hat, war dieser Moment, dass ich gar nichts machen muss. Und dass da etwas passiert und ich muss nicht etwas zusätzlich tun. Das hat mich damals total abgeholt, weil ich einfach in so einer ganz großen Erschöpfung täglich war und immer so ein bisschen geguckt habe, wie haushalte ich eigentlich mit meinen Kräften. Und da einfach mal sein zu dürfen und mir auch zu erlauben, mal ganz unruhig zu sein und mir auch die Haltung so passend zu machen, dass ich da ankommen kann, das hat mich begeistert. Also das Qigong hat mich immer wieder begleitet und das Yin-Yoga war für mich einfach eine unglaubliche Ergänzung. Eine schöne Bereicherung in dem Sinne auch. Ja. Ne? Ich finde auch tatsächlich, und das weiß ich ja, dass du das ebenfalls, oder wir arbeiten ja nun schon ein paar Einheiten zusammen, dass du das ganz genauso siehst, auch alle Haltungen eben an den Körper anzupassen. Und das hast du eben auch genauso erzählt, dass man eben alles variieren kann, dass wir Zeit haben, dass wir Equipment haben, was wir nutzen können. Und das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch, weil wenn du beginnst, dich mit Yin-Yoga auseinanderzusetzen oder insgesamt mit Yoga, und das finde ich tatsächlich auch zum klassischen Hatha-Yoga oder Vinyasa-Yoga nochmal ganz, ganz interessant, weil ich unterrichte jetzt seit über 10 Jahren, ich bilde seit fast 10 Jahren Yogalehrer aus auf verschiedenen Stationen und trotzdem gibt es Tage, da finde ich einfach so ein harter Yoga ganz, ganz anstrengend. Und dann hilft es mir einfach dieses Wissen, ach, ich kann einfach mal für eine Haltung Yin-Yoga praktizieren und mich irgendwie wieder auffüllen und neu durchstarten. Ja. Kannst du das auch so, also du hast ja auch von Erschöpfung gesprochen, dass dir das eben dich unterstützt hat, dieses so ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten oder einfach die Ruhe und das passive Halten? Was hat dich da unterstützt? Das ist so ein bisschen beides. Also einerseits hat mich das abgeholt, also da mal loszulassen und sein zu können. Und andererseits habe ich aber auch gemerkt, da fehlt noch was. Also es ist zwar ganz schön, das Yin-Yoga bietet uns ganz viel und doch holt es mich nicht ganz ab. Und was braucht es eigentlich? Und dann habe ich über die Jahre auch so geguckt, wie kann es Menschen wirklich abholen, die sich bewegen wollen, aber nicht bewegen können aufgrund von Erschöpfung und von Schmerzen, aber vielleicht auch aufgrund von Übergewicht, wer weiß was. Und da habe ich so ein bisschen angefangen auch zu gucken, was kann ich da noch mit hinzunehmen, wie kann ich das verändern, wie kann ich trotzdem ein Stück von dem Yin-Yoga mit hineinbringen,
aber es nochmal so ein Stück mehr zu öffnen, dass die Menschen auch das Gefühl haben, hey, hier werde ich abgeholt mit dem, was ich gerade mit reinbringe. Und da ist so ein bisschen auch das entstanden, dass ich dann immer mehr gemerkt habe, okay, da hat sich mein Stil verändert. Also ich bin jetzt in der somatischen Bewegungsarbeit angekommen, genau, oder traumasensiblen Arbeit angekommen, weil ich gemerkt habe, also ich glaube, das ist so vielleicht wie mit jeder Methode, ne? Also es ist ja nicht alles für alle gut, und aber wie kann ich gucken, dass ich da in Bewegung bleibe, flexibel bleibe, um Menschen auch abzuholen und denen auch das Gefühl zu geben, hey, das ist okay, wie du gerade bist und was du gerade mitbringst. Ja, und das ist ganz, ganz spannend, finde ich auch nochmal als Thema, weil in der letzten Ausbildung, in der Grundausbildung, war eine ganz, ganz tolle Teilnehmerin, und die hat gesagt, sie hat vorher auch schon mal eine Ausbildung absolviert, Yoga-Ausbildung oder Yin-Yoga, ich weiß es gerade gar nicht. Und da wurde immer davon gesprochen, dass jeder so sein darf, wie er eben ist, und dass Körper unterschiedlich sind. Und trotzdem war dieses Gefühl eben auch während der Ausbildung immer noch das, dass es gefehlt hat, dass auf der einen Seite ich rede davon, auf der anderen Seite ja gut, aber bei mir funktionieren alle Haltungen so, wie sie sind. Wenn es bei dir nicht so ist, weil du vielleicht eben mehr Gewicht hast oder vielleicht ein Trauma hast oder vielleicht erschöpft bist, ja, dann sieh so ein bisschen zu, wie du alleine klarkommst. Und so ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich, ne? Aber das finde ich tatsächlich auch ja, einfach ganz, ganz wertvoll, dass wir eben da gezielt nochmal darauf eingehen können. Ich möchte aber natürlich nicht nur mit dir über die Yin-Yoga-Ausbildung plaudern, weil das wäre ja doch ein bisschen langweilig. Vielleicht, also für mich nicht, aber vielleicht für die Hörerinnen. Ich würde gerne mal von dir wissen, wenn du nochmal so zurückdenkst an deine Schulzeit. Und das ist ja auch was, was immer wieder bei mir Thema ist. Habe ich gerade im Interview, gestern war ich im Podcast-Interview, wurde ich gefragt, ob ich schon immer Bücher schreiben wollte. Da sagst du, nee, in der Schule, meine Lehrerin fand meine Texte blöd. So. Das war gar nicht so irgendwie das, was gut angekommen ist. Was ist, kannst du rückblickend nochmal erkennen? Was ist das, was du machen wolltest, als du jünger warst? Hattest du irgendwie so eine Vorstellung davon, dass du irgendwann mal Yoga-Lehrerinnen ausbildest, dass du in Heilpraktikerin bist, in diese Richtung gehst, oder hattest du was ganz anderes im Sinn? Also das war gar nicht in meiner denkreiche Denkweite. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich während der Schulzeit, also Sport war eigentlich das Fach, was ich überhaupt nicht mochte. Also ich war nicht schnell, ich konnte nicht gut klettern, ich konnte eigentlich gar nicht. Kannst du nicht gut werfen, nicht weit genug? Das konnte ich gut. Ich konnte gut werfen und ich konnte gut springen. Aber so insgesamt hat mir einfach Sport keinen Spaß gemacht, weil es eigentlich immer so auf Leistung getrimmt war. Und wenn man nicht dazugehörte, dann war irgendwas falsch. Naja, und eigentlich über die Jahre habe ich gemerkt, also ich war eigentlich so ein Kopfmensch. Ich habe dann in der Theorien hin und her geschoben. Philosophie hat mich interessiert, Psychologie hat mich interessiert. Und ich bin ja eigentlich Ethnologin. Und mein Ziel war es eigentlich, genau, ich möchte Ethnologin sein, ich möchte reisen, ich möchte Kulturen erforschen. Und habe da aber auch gemerkt, ja, das ist ein Teil davon. Und da gibt es aber noch den anderen Teil, dass man dann zu Hause alleine sitzt, seine Schriften ausarbeitet, Bücher wälzt. Und da habe ich gedacht so, nee. Auch irgendwie. Also ich brauche einfach den Kontakt mit dem Menschen. Und da ist so ein Stückchen, habe ich gemerkt, also das, was mich die Jahre immer begleitet hat, war die Phytotherapie, also die Arbeit mit den Pflanzen. Und dann habe ich gedacht, ja, da habe ich ja mit Menschen zu tun, wie wäre das dann? Und dann ist das so ein bisschen daraus entstanden, dass ich erstmal in die Homöopathie, Phytotherapie, TCM so einen Einstieg hatte. Und dann ist durch meine eigene Arbeit an meinem Körper eigentlich das mit diesem Körperberuf entstanden. Also ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwann mal machen werde, weil mein Körper war mir eigentlich fremd. Und das, was mein Körper war, war eigentlich immer nur Schmerz und ich war einfach nur genervt und wusste auch nicht, okay, wie fühlt sich das an, mal entspannt zu sein? Und das ist wirklich erst dann später entstanden, wo ich gemerkt habe, das hier oben ist zwar ganz gut, aber das hilft mir nicht, glücklich zu sein. Und je mehr ich eigentlich so den Weg gefunden habe, auch so ein bisschen in die Eigenverantwortung zu kommen, in den Körperkontakt zu kommen, habe ich gemerkt so, wow, was für eine Welt eröffnet sich da. Und wie verbunden bin ich dann mit Menschen? Weil das, finde ich, oft die Theorien haben und diskutieren, das trennt ganz oft. Aber wenn ich so in mir, in meinem Körper bin, mich wohlfühle,
wie viel Verbindung macht das eigentlich und wie viel Schönes bringt es in die Welt. Und das hat mich eigentlich also am meisten fasziniert und mich auch so ein Stück da angetrieben, dass ich gemerkt habe, ich fand es einfach total schön, die Veränderung der Menschen am Anfang der Stunde bis zum Ende auch so ein bisschen mitzubegleiten und dann auch zu sehen, was entsteht. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wenn dieser Mensch so wohl, mit so einem Wohlgefühl nach Hause geht und dann seiner Familie begegnet, seinem Umfeld, und das ist dann, im Englischen sagen wir Ripple-Effekt, also das hat dann so seine Wellen und das trägt sich weiter und weiter. Also wie viel Veränderung kann ich eigentlich auch mit meiner Arbeit machen? Ja. Und das fand ich das schön. Und da wären wir nochmal wieder bei einem meiner wichtigsten Punkte. Ich finde, jeder von uns sollte eigentlich irgendwie sich mit Yoga, mit Bewegung, mit Qigong, mit TCM, mit Ayurveda, mit irgendeiner Lebensphilosophie, die Körper, Geist und Seele in den Einklang bringt, eben beschäftigen, um gut aufgestellt zu sein, weil es einfach ganz, ganz viel Möglichkeiten für Verständnis, für liebevolles, vollen Umgang mit sich selbst, für insgesamt für unser Körperverständnis ja auch bringt. Wenn du dir überlegst, was du jetzt alles machst, und das ist ja relativ viel, du hast ja viel Drive, also du hast ja ganz, ganz viel Kraft auch und ganz viel Power. Bist du da angekommen in dem, was du möchtest? Oder hast du das Gefühl, ach nee, wenn ich jetzt in Rente gehen würde, würde ich eigentlich sagen, hätte ich mal doch das und das noch gemacht? Interessant. Also mich hatte am Wochenende jemand gefragt, wo stehst du denn in deinem Leben? Und dann dachte ich so, was ist denn das für eine Frage? Wo stehe ich denn? Ich stehe Dann habe ich gesagt, wie meinst du das denn? Dann meinte er, naja, du kannst antworten, was du willst. Wo stehst du in deinem Leben? Und dann habe ich gesagt, ich stehe auf meinen beiden Füßen. Und dann war er ganz irritiert und habe ich gesagt, du, ich glaube, dass die meiste der Zeit habe ich immer gemerkt, so es fehlt was oder ich bin nur auf einem Bein und irgendwie ist noch nicht so die Balance. Und jetzt merke ich einfach so mit dem, was ich mache, das verbindet einmal mich als Person und nimmt mich aber auch so mit als Beruf. Also ich kann beides so zusammenbringen und das merke ich, das ist sowas Wunderschönes, also wo ich nicht diese Trennung habe, wo ich eigentlich das so, wie ich bin, mit hineinnehmen kann und wo ich Menschen auch so ein Stück begleiten und was geben kann. Und auch andersrum, dass ich in der Arbeit mit Menschen auch viel lerne, was ich dann mit ins Private nehmen kann, wo das wieder viel in Schwingung oder in Bewegung bringt. Und ich glaube, das stehe ich gerade. Also ich weiß nicht, was ich noch machen müsste. Also ich habe ganz viel gemacht, von Reisen bis Dinge ausprobiert. Also ich glaube, so mit der Arbeit merke ich, das ist es. Ja, da fühlst du dich wohl, super. Ja, ganz genau so geht es mir auch. Es ist tatsächlich oftmals in Coachings, in Beratungen, auch in den Ausbildungen immer wieder dieses Thema ja auch, was auftaucht, dass viele, viele, viele von uns eben einfach unzufrieden sind oder unglücklich sind. Und ich glaube, wenn das so etwas wäre, dann würdest du es wissen. Dann würdest du sagen, ja, eigentlich wollte ich schon immer mal das und das machen. So, ne? Aber bei mir geht es ganz, ganz, ganz ähnlich, dass ich einfach das Gefühl habe, mit dem Yoga unterrichten oder ausbilden oder auch Achtsamkeit. Es ist ja, Yoga ist für mich so ein Überbegriff von all dem, was ich einfach mache, was eigentlich gar nicht nur Yoga ist in dem Sinne. Aber es ist einfach, es ist bereichernd und es lässt mich auch immer wieder selbst daran erinnern, dass ich mich eben mit dem Thema beschäftigen darf. Weil ich glaube, was passiert sonst ist, dass wir eben das wissen und vielleicht das vermitteln. Aber dadurch, dass wir auch darüber sprechen und es immer wieder unterrichten, immer wieder anleiten, wirst du selbst auch immer wieder daran erinnert, was Großes eben daraus passieren kann. Und insofern großen Dank eben an diese Möglichkeit, diesen Job so auszuüben. Noch eine Frage an dich. Wenn du einen Roman schreiben würdest oder ein Sachbuch, was wäre das? Was könntest du dir vorstellen? Oder anders ausgedrückt, wenn es ein Roman wäre, wer wäre deine Hauptfigur? Also Roman wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich habe eigentlich was mit dem schon fertig. Ne? Ja, also eigentlich wäre es, glaube ich, ein Sachbuch, das ja eigentlich schon fast fertig geschrieben hat. Ist, das habe ich mal auf Englisch geschrieben. Es liegt irgendwie so brach, wo ich dachte, gut, vielleicht muss es doch eine deutsche Version werden. Ich glaube, was ich gerne schreiben möchte, ist ein Buch, was Menschen abholt, dass, wenn sie zum Beispiel in Notsituationen sind, emotional, körperlich, so ein Stück wie so ein Anker haben oder so ein Stück, so wie so eine Erste-Hilfe-Toolbox. Chrissy, hier,
Christus. Ja. Genau das, was Chrissy auch machen möchte. Setzt euch zusammen. Wenn du noch hörst, genau. Chrissy, hör dir das an. Eben war sie noch da. Wir formen da was, genau. Ja, und das ist eigentlich so mein Wunsch, dass Menschen auch nicht alleine gelassen werden in Notsituationen. Also einmal klar über die Arbeit, da ist sie. Ich habe es gerade gesehen, Christine. Also so ein Stück abgeholt werden, also und aber auch, ja, wenn da mal vielleicht niemand neben einem steht, wie so einen kleinen, wie so eine kleine Bibel haben, wo dann einfach so ein paar Sachen drin stehen, in der ich blättern kann. Sie hat das erste Hilfe-Box genannt, ja. Genau, ja. Also so mein englischer Titel heißt auch so First Aid Kit. Ja, also alles gut, Chrissy. Schön, ja. Und spannend aber auch nochmal, dass es schon fertig ist, weil gestern das Podcast-Gespräch, Interview, was ich geführt habe, ging tatsächlich um Bücher schreiben. Und da wurde ich nach meinem Lieblingstipp gefragt oder noch nach meinem wichtigsten Tipp, wenn du ein Buch veröffentlichen möchtest. Und da heißt es doch tatsächlich einfach machen, losgehen. Und wenn das schon fast fertig ist und fertig geschrieben ist, umso schöner und umso schade, dass es natürlich einfach brach liegt bei dir da gerade. Ich wünsche mir, das bald zu lesen. Ja, ich glaube, es hat sich ja auch vieles verändert. Also ich habe auch gemerkt, in den letzten Jahren ist ja auch vieles neu an Wissen, an Erfahrungen dazugekommen, wo ich gemerkt habe, okay, also das braucht nochmal so ein Stückchen mehr Öffnung und nochmal Beschäftigung und auch vielleicht auch so ein Stückchen mehr, dass ich denke, ja, ich möchte es auch noch ein bisschen praktischer machen, dass es wirklich, dass Menschen dann Zugang finden, dass es nicht zu theoretisch halt auch ist. Ne? Da darf so ein Buch auch reifen und es ist nicht mal schnell und das Konzept darf sich auch eben mitentwickeln, natürlich auch mit dem Wissen, was du ja auch hast. Spannend, Fabia, ich freue mich auf unsere gemeinsamen Projekte. Als erstes jetzt natürlich mal auf die Yin-Yoga-Grundausbildung, auf die Yin-Yoga-Aufbauausbildung. Und wir haben ja auch noch ein schönes neues Konzept im Ärmel und haben da schon ein paar Ideen rausgeschoben. Und wenn ihr Fragen habt an Rabea oder natürlich auch an mich, schickt sie jederzeit in die Kommentare. Schaut bei Rabea mal vorbei. Wir verlinken dich natürlich hinterher nochmal in den Kommentaren hier, dass jeder dich auch finden kann. Ich danke dir für dieses ganz, ganz schöne Gespräch und freue mich auf unsere Ausbildung, die im Herbst starten. Im Moment 15% Sommersausen-Rabatt mit dem Code Sommeraktion. Also seid dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und Rabea, ich wünsche dir erstmal einen ganz, ganz schönen Nachmittag und Abend. Ganz, ganz lieben Dank auch für die Einladung. Und genau, ich freue mich auf eure Fragen und auf ein Wiedersehen. Und kennenlernen natürlich auch. Lieben Dank. Tschüss.